Fröhliche Weihnacht überall. Ihr seht jetzt meine coolsten Weihnachtslooks mit lautem Schall. Ja, also wir haben gerade gelernt, ich kann auf jeden Fall besser schminken als singen. Ja, ich werde euch jetzt ein paar von meinen liebsten Weihnachtslooks zeigen. Da sind echt coole Sachen dabei, natürlich der Grinch, Snowmiser, wirklich alles Mögliche. Es wird übrigens auch ein paar 2 geben und um den nicht zu verpassen, dann unbedingt diesen Kanal hier abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben geben. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Heute ist wieder Filmfreitag und ich werde jetzt jede Woche einen Look zu einem Weihnachtsfilm schminken. Ich liebe Weihnachtsfilme und ich werde dieses Jahr alle schauen. Für heute habt ihr euch Rudolf mit der roten Nase ausgesucht und der ist so süß. Ich konturiere erstmal in so einem Orange-Braun, also halt Rudis Farben. Augenbrauen wären auch mal ganz gut. Bisschen Lidschatten. Ich mache gerade irgendwas. Etwas ganz Wichtiges sind die vielen weißen Punktis und ich probiere das jetzt so. Auch auf der Nase. Nur die Oberlippe anmalen und ja, ich verwende dafür so einen Konturstick. Und was ist das Wichtigste bei einem Rudolf-Look? Natürlich die rote Nase. Ich brauche jetzt natürlich noch Hörner und wisst ihr, was eigentlich perfekt dafür wäre? MAC-Lippenstiftkappen. Ich klebe jetzt irgendwie auf, ziehe mich um und das ist der fertige Look. Richtig süß, oder? Welchen Film soll ich nächste Woche schminken? Heute ist wieder Filmfreitag und ihr habt euch Weihnachtsmann und Coca-G gewünscht. Das ist ja eigentlich eine Serie, aber wir lassen es einfach durchgehen. Psst. Ich habe mir für den Look etwas Besonderes überlegt. Und so habe ich vor 3 Jahren schon mal einen Weihnachtsmann und Coca-G Look geschminkt. Seid ihr bereit? Ah, das bin ich! Und ich werde diesen Look jetzt nachschminken, aber hoffentlich besser. Naja, zumindest versuche ich es. Habt ihr die Serie dieses Jahr schon geschaut? Ich einfach noch nicht. Wir haben nämlich kein Fernsehen. Weiß jemand, ob man das auch online schauen kann? So, ich ziehe mir jetzt noch schnell ein Kostüm an und das hier ist der fertige Look. Ich lieb's. Und was meint ihr? Ich finde irgendwie beide gleich schön. Würde mich extrem freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut. Dort gibt's immer Fotos von meinen Make-up-Looks. Und welche Weihnachtslooks soll ich noch für euch schminken? Heute ist der 1. Dezember und wisst ihr, was das heißt? Wir können endlich das erste Türchen vom Adventskalender aufmachen. Ich habe dieses Jahr einen ganz besonderen Kalender. Einen, den es nur 2-mal auf dieser Welt gibt. Und wenn ihr wollt, kann ich ihn euch schon mal ein bisschen zeigen. Seid ihr bereit? Also das hier bin ich, aber wer könnte das sein? Okay, ich glaube, das ist nicht wirklich schwer zu erraten. Der Adventskalender hat 24 Türchen, was ja irgendwie logisch ist. Und hinter jedem Türchen ist ein Bild. Und das Bild sagt uns dann, welchen Look wir schminken müssen oder welche Aufgabe wir machen sollen. Wir zwei werden uns dabei immer abwechseln, aber das erste Türchen öffnen wir heute zusammen. Vielleicht kann ja jemand erraten, was das erste Bild sein wird. Ich freue mich schon so. Wir machen jetzt das erste Türchen vom Adventskalender auf. Übrigens habt ihr richtig geraten, das hier ist Isabel. Und das erste Türchen ist hier auf ihrem Gesicht. Also schauen wir mal, was ich gleich schminken muss. Der Grinch. Für den Look werde ich mir jetzt die Voldemort-Nase aufkleben. Das heißt, ich kann jetzt wieder ein paar Stunden nicht atmen. Als ich nämlich damals Voldemort geschminkt habe, habe ich mir gedacht, das sieht irgendwie aus wie der Grinch. Ich hoffe, das sieht am Ende gut aus. Übrigens schminke ich gerade Mr. Grinch und Isabel schminkt Mrs. Grinch. Ab morgen werden wir uns dann immer abwechseln. Also das zweite Türchen macht Isabel auf, das dritte Türchen ich und so weiter. Wir posten zu den Looks natürlich immer Fotos auf Instagram. Und es wird ja doch jeden Tag eine neue Verlosung geben. Seid ihr bereit für den fertigen Look? Tada! Ich bin der Grinch. Hallo. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Look findet und vergesst nicht, auf Instagram vorbeizuschauen. Heute ist der 5. Dezember, deswegen machen wir jetzt das 5. Türchen auf. Und dahinter ist ein Weihnachtsbaum. Das heißt, ich werde heute meinen Baum schmücken, aber dafür muss ich erstmal einen kaufen. In Österreich sagt man übrigens Christbaum, wir haben direkt den perfekten gefunden. Da muss ich noch extra Schmuck kaufen, weil dieser Baum so groß ist und ich habe einfach einen Pinguin gefunden. Mit den ganzen Sachen ging es dann ab nach Hause. Und das Anstrengendste ist einfach, diesen Baum immer auszupacken. Nein, ich nehme es zurück, das Anstrengendste ist es, die Lichterketten anzubringen. Ey, wartet unbedingt bis zum Ende, wir haben nämlich richtig besondere Lichterketten und das wollt ihr nicht verpassen. Dann habe ich noch gefühlt 1000 Kugeln angebracht, was Stunden gebraucht hat. Die Spitze natürlich. Und ich habe solche süßen Mäschchen gefunden. Und den Baum habe ich auch noch dekoriert mit Schnee, den Pinguinen und einer Lichterkette. Und das ist jetzt auch schon unser fertiger Baum. Für die Lichterkette haben wir einfach eine App, wo man verschiedene Einstellungen machen kann. Voll verrückt, oder? Meine Lieblingseinstellung ist übrigens dieser Regenbogen. Man kann sogar darauf malen, dass hier ist ein P für Paula. Auf Instagram ist ein Bild dazu mit Verlosung. Es ist Zeit, das 7. Türchen aufzumachen. Das ist hier unter dem Grinch. Und vielleicht könntest du schon an den Lichtern erkennen, was da gleich drinnen ist.
Wuhu, Snowmiser und Heatmiser. Ihr kennt doch alle den Trend, oder? Also diesen I'm Mr. White Christmas. Oh Gott, ich kann nicht singen. Dafür teile ich jetzt erstmal mein Gesicht. Und hier mache ich die Schneeseite. Ich habe den Trend übrigens letztes Jahr schon mal gemacht. Und zwar hat es damals so ausgesehen. Schauen wir mal, ob ich es jetzt besser mache. Ich meine, hoffentlich. Ich habe ja ziemlich viel geübt. Wisst ihr, was hier jetzt noch fehlt? Ganz viel Schnee. Ich sitze einfach schon 3 Stunden an diesem Look. Hier kommen jetzt noch diese fetten Lashes drauf. Weiter geht's mit der anderen Seite. Hier kommt eine Sonne hin. Paar Details. Und das hier ist der fertige Look. Puh, das war viel Arbeit. Ein Foto dazu ist wie immer auf Instagram. Und dann gibt's auch eine Verlosung mit diesen Sachen hier. Wir öffnen jetzt das 9. Türchen. Das ist hier ganz im Eck. Wen muss ich heute schminken? Oh je. Das ist Jack Skellington. Von dem Film A Nightmare Before Christmas. Übrigens, sorry, dass das Video so spät online kommt. Ich habe meine Glatzenkappe nicht gefunden. Die war unter einem Adventskalender. Ankleben. Ich kann jetzt einfach die nächsten paar Stunden nicht wirklich was hören. Übrigens, dieser Look wird erstmal richtig komisch aussehen. Aber am Ende macht dann alles Sinn. Hoffentlich. Das hier ist der Mund. Boah, ich habe gerade so Hunger. Jetzt muss ich eigentlich nur noch den Rest schwarz anmalen. Mein selbstgebasteltes Kostüm ankleben und... Das hier ist der fertige Look. Ein Bild dazu ist wie immer auf Instagram. Und dort könnt ihr diese Make-up-Tasche gewinnen. Ich habe ja gestern diesen Look hier geschminkt. Und da habe ich mir hier unten diesen Anzug hier aufgemalt. Das schwarze ist Bodypaint und das weiße Eyeliner. Dann bin ich duschen gegangen. Und ich weiß nicht, warum und wie das passiert ist. Aber ich bin jetzt einfach gestreift. Ich habe mich auch einfach 5-mal gewaschen mit Seife und Make-up-Entferner. Ich meine, hallo, wie dämlich sieht das bitte aus? Warum? Heute ist wieder Filmfreitag und weil der letzte Monster-High-Look so gut bei euch angekommen ist, schmink ich jetzt noch einen. Und da ja bald Weihnachten ist, habe ich mir sie hier ausgesucht. Übrigens, seid bitte nicht sauer, aber ich habe noch immer nicht Monster-High geschaut. Ich wusste einfach nicht mal, dass das Filme sind. Ich dachte immer, das ist eine Serie und halt diese Puppen, also so wie Barbies. Aber die gibt es doch wirklich, oder? Und war das dann so wie bei den Barbies, dass es zuerst die Puppen gab und dann die Filme? Ich glaube, mit diesen Wimpern kann man davon fliegen. Ich werde es versuchen, 2 Perücken übereinander aufzusetzen. Hat halbwegs geklappt. Jetzt muss ich nur noch mein Kostüm aus Watte basteln und das hier ist der fertige Look. Ziemlich cool geworden, oder? Ein Foto ist wie immer auf Instagram. Seid ihr bereit fürs 11. Türchen? Da ist es. Okay, schauen wir mal. Huh? Ein Adventskalender im Adventskalender? Heißt das, ich werde heute zu einem lebendigen Kalender? Wir brauchen natürlich 24 Türchen. Ich habe nicht genug Platz im Gesicht, deswegen mache ich mich jetzt nackig. Ohlala. Okay, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Nein. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Warum? Ich habe übrigens das Gefühl, es gibt nur 2 Arten von Menschen. Oder besser gesagt 3. Die, die brav jeden Tag ein Türchen aufmachen. Die, die alles am ersten Tag aufmachen. Und die, die immer vergessen. Und dann alle paar Tage Türchen aufmachen. Ich war eigentlich immer das Erste. Aber dieses Jahr war ich das Zweite. Und ihr? Ich habe die 4 Türchen übrigens absichtlich ausgelassen, weil ich mich hier schminke und Türchen anklebe. Also so, dass ich unter den Türchen dann geschminkt bin. Macht das Sinn? Und das hier ist der fertige Look. Wow. Ein super cooles Bild dazu ist auf Instagram. Und dort könnt ihr heute das hier gewinnen. Paula, du bekommst heute von mir eine eiskalte Make-up-Challenge. Also zieh dich warm an und los geht's. Deine Foundation und dein Concealer darfst du nicht mit einem Make-up-Schaum auftragen, sondern musst einen Eiswürfel nehmen. Brrr, das könnte ein bisschen kalt werden. Funktioniert das überhaupt? Ich weiß es nicht. Du wirst es herausfinden. Dein Bronzer muss ein blaues Packaging haben. Wenn du keinen hast, hast du leider Pech gehabt. Deine Augenbrauen trägst du dir blind auf. Die werden weiß, als wärst du gerade erfroren. Für deine Augen trägst du dir erstmal weißen Lidschatten auf und klebst sie dann mit Strasssteinchen Schneeflocken auf die beiden Augen. Jetzt nimmst du dir eine Make-up-Tasche und tust da ganz viele Lippenstifte rein. Gut durchschütteln und einen Lippenstift rausziehen. Den musst du jetzt einfrieren, auch wenn es dein Lieblingslippenstift ist. Wenn er kalt genug ist, holst du ihn wieder aus dem Kühlfach raus und trägst ihn auf. Schon kalt genug? Dann ist das hier der fertige Look. Ein Foto von dem Look mit einer Verlosung hat Paula bereits gepostet. Ihr wollt, dass Paula das 13. Türchen aufmacht? Da habt ihr Pech gehabt. Ich mache das nämlich auf. Und schauen wir mal, was dahinter ist. Und... Ha! Das bin ja ich! Ich werde Paula jetzt in einen Nussknacker verwandeln. Pinsel bitte. Danke. Gerne. Das machst du echt gut. Ich weiß. Du bekommst jetzt so schöne Augenbrauen wie meine. Stillhalten bitte. Du brauchst Nussknackeraugen. Oh nein, mein Arm ist abgefallen. Egal, du schaffst das auch mit einem Arm. Der Schnurrbart steht dir richtig gut. Danke. Hey, das sind nicht meine Lippen. Du brauchst aber Nussknackerlippen. Okay, Leute, mein 2. Arm ist auch ab. Ich maul Paula jetzt noch ein Kostüm an, Kontaktlinsen kommen rein, Perücke wird aufgesetzt und... Das hier ist der fertige Nussknacker-Look. Ein Bild dazu ist wie immer auf Instagram. Und vergesst nicht, bei der Verlosung dort mitzumachen.
Wusstet ihr eigentlich, dass ich den coolsten Adventskalender habe? Den hat sonst niemand anderer. Und er ist sogar lebendig. Warte kurz, ich hole ihn schnell. Tada! Das ist ein Paula Adventskalender. Und wir machen jetzt die Türchen auf. Unter der Nummer 1 haben wir Lippenstift. Bei der Nummer 7 Foundation. 13 Augenbraue. Und jetzt das Spannendste. Nummer 24. Wow. Das nenne ich mal Make-up-Adventskalender. Ich mache mir jetzt die Weihnachtsnägel, die ihr für mich ausgesucht habt. Meine alten Nägel waren schon ziemlich rausgewachsen, deswegen wurden die alle abgeknipst. Und natürlich abgefräsert, was ewig gedauert hat und ein bisschen wehgetan hat. Meine armen Nägel. Dann habe ich die Tipps draufgeklebt, richtig sexy. Und bitte nicht schimpfen, aber ich habe sie diesmal wieder ziemlich kurz gemacht. Dann kam Primer drauf. Übrigens kenne ich mich überhaupt nicht aus mit Nägeln, okay? Das Ganze läuft jetzt nicht professionell ab, aber die liebe Caroline hat mir geholfen. Sie war sehr konzentriert, wie ihr sehen könnt. Übrigens brennt Gel so krank unter dieser Lampe. Ich dachte wirklich, ich sterbe. Ihr wolltet Babyblau mit Glitzer. Wir hatten leider kein Baby. Blau, aber dafür sehr viel Glitzer. Auf Instagram ist übrigens gerade eine Story-Verlosung, wo ihr richtig schöne Nägel gewinnen könnt. Dann habe ich mir die Schneemänner drauf gemalt, die ihr euch gewünscht habt. Und das jetzt auch schon das Vorher und das Nachher. Sind jetzt nicht die besten Nägel, aber ich finde das Design wenigstens richtig schön. Also danke! Heute ist wieder Filmfreitag. Dafür machen wir jetzt das 17. Türchen auf. Und es ist Elsa! Aber was ist das? Ist das etwa Blut? Das bedeutet wohl, wir schminken eine Horror-Elsa. Dafür mache ich erstmal ein normales Elsa-Make-up. Und jetzt kommen die Elsa-Haare. Flechten. Perfekt. Ich habe sogar ein Kostüm. Und jetzt zum Horrorteil. Dafür muss ich die zerschneiden. RIP. Und die kommt in die Wunde. Hoffen wir mal, das wird nicht gesperrt. Andere Schneeflocke. Zum Schluss noch weiße Kontaktlinsen. Das hier ist der fertige Look. Ein Bild dazu ist immer auf Instagram zusammen mit einer Verlosung. Paula, es ist wieder soweit. Du bekommst jetzt eine weihnachtliche Make-up-Challenge. Ich glaube, die meisten von uns lieben Lebkuchen und deswegen gibt's heute einen Lebkuchen-Make-up-Look. Du darfst zuerst Foundation auftragen, die musst du allerdings mit einer Weihnachtskugel verblenden. Also husch mal ganz schnell zu deinem Tannenbaum, hol dir dort eine Kugel und benutz die als Beauty-Blender. Eine Frage habe ich, Paula. Kannst du gut balancieren? Wenn nicht, kannst du jetzt üben, denn du nimmst dir jetzt 3 Bücher, legst sie auf deinen Kopf und trägst so deinen Concealer und Puder auf. Und wehe dir, die Bücher fliegen dabei runter. Also kommen wir mal zum wichtigen Part, und zwar zu den Augen. Hier möchte ich, dass du so richtig schöne braune Smoky Eyes schminkst. Mit richtig auffälligen Wimpern oben und unten. Dann benutzt du einen Bronzer, der so richtig orange ist, und den benutzt du als Blush. Heißt, du machst den auf die Wangen und auf die Nase und am besten ganz viel davon. Und jetzt kommt das Spannendste. Mit einem weißen Eyeliner zeichnest du dir jetzt ganz viele kleine Lebkuchenmänner und Herzen auf die Wangen und Nase. Jetzt nur noch schöne braune Lippen und das ist der fertige Look. Ein Bild gibt's natürlich auf Instagram mit einer coolen Verlosung. Seid ihr bereit fürs 21. Türchen? Wen soll ich heute schminken? Einen Elf. Ich werde mir versuchen, so eine Nase und solche Ohren zu machen. Ey, ich schneide gerade das Video und komme drauf. Ich habe die Ohren vergessen. Ich bin gerade so sauer. Circa so. Während das trocknet, mache ich schon mal den Lidschatten. Fettesten Lashes der Welt. Pschiu. Nase ankleben. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Ich nämlich nicht und ich bekomme langsam schon so ein bisschen Panik. Es ist jedes Jahr dasselbe. Ich nehme jedes Jahr vor, die Geschenke früh zu besorgen. Und dann kaufe ich sie alle am 23. Jetzt fehlen nur noch die Ohren, Kontaktlinsen, Kostüm, Perücke und... Das hier ist der fertige Look. Und schau mal, wie süß das Kostüm ist. Auf Instagram gibt es immer ein Foto mit einer Verlosung. Heute ist Weihnachten. Ich kann irgendwie gar nicht glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. Heute machen wir schon das letzte Türchen auf und darunter sind Isabel und ich als Weihnachtsmann und Christkind. In Österreich bringt nämlich nicht der Weihnachtsmann die Geschenke, sondern eben das Christkind, als dass ich mich jetzt schminke. Ich mache aber eher so ein dezentes Engels-Make-up. Ich werde nämlich das Make-up heute den ganzen Tag tragen. Ich feiere Weihnachten jedes Jahr mit meiner Familie, also ich bin jetzt schon bei meinen Eltern, mit meiner Schwester zusammen. Wir singen dann vor dem Christbaum, packen Geschenke aus, mein Freund kommt dann auch noch. Und dann gibt's leckeres Essen. Übrigens, ein Weihnachtswunder ist geschehen. Ich habe es geschafft, meine Haare zu machen. Den Heiligenschein habe ich selbst gebastelt, wie ihr sehen könnt. Und das ist auch schon der fertige Look. Ein Bild mit mir und Isabel ist jetzt schon auf Instagram. Und euch wollen wir natürlich auch beschenken mit diesen tollen Sachen hier. Schaut sehr gerne vorbei und frohe Weihnachten. Okay, das waren jetzt richtig coole Looks. Schreibt auf jeden Fall euren Favoriten in die Kommentare rein. Nicht vergessen, diesen Kanal hier zu abonnieren und einen Daumen nach oben zu geben. In ein paar Tagen kommt nämlich Part 2 online mit eventuell noch cooleren Looks. Frohe Weihnachten! Thank you.